Sowas mit auf Tranquilite. Ich finde so, dieser Wechsel tut mir und ich glaube auch gerade allen anderen wirklich gerade relativ gut, weil es halt wirklich ein bisschen, ja, einfach ein bisschen Abstand von allem und einfach ein bisschen Abwechslung und so. Und ich glaube, das ist momentan echt recht angenehm und ja, wir halten auf alle Fälle mal vorerst bei. Es läuft momentan noch hier dieses ganze Event-Zeugs. Ich weiß, ja gut, okay, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Irgendwie zum aktuellen 0:38. Ja, gut, schon eine Zeit lang her. Auf alle Fälle, ich habe es vorher schon gesehen, lief das Ding noch 25 Minuten oder so. Nur, ich musste einfach so dringend aufs Klo und das ging einfach nicht anders. Ich weiß, das hätte man so ein bisschen besser nutzen können und so. Das stimmt, aber ja, was willst du machen? Ich meine, höhere Gewalt. Alter, aber hier mal von, wenn wir gerade schon mal von Gewalt reden, dieser Schaden. Der Schaden ist schon auch ziemlich gewaltig, ehrlich gesagt. Ich meine, bei wie viel Schaden letztens noch? Ich weiß gar nicht mehr genau, keine Ahnung. Man merkt jetzt schon hier so Level für Level, wie das Ganze ein bisschen hochgeht. Ich weiß gar nicht, Element, glaube ich, haben wir noch drauf gemacht, oder? Okay, Blitz gegen Blitz haben wir momentan. Was eigentlich sogar ziemlich beschissen ist. Also, nicht. Ah ne, die sind besser, okay. Müssen wir schauen, dass wir vielleicht die Kleine mit rankriegen oder so. Keine Ahnung. Aber ich meine, 25k Crits ist schon nicht so bad eigentlich. Ich glaube noch dieses LG-Jojo irgendwo, oder? Hier haben wir das Ding noch. Ja, ich weiß es halt nicht. Ich meine, das Ding ist. Aber es bringt halt wahrscheinlich nichts. Ich meine, klar, es hat drei Sockel drauf. Und sogar. Was war sie noch? Ne, nur drei Sockel. Und halt 25 STR Awake. Also, das heißt, das Ding bringt da wirklich schon richtig gut STR. Und ja, aber ich meine, Attack ist halt schlecht. Also für unsere Verhältnisse. Ich meine, HP ist nicht schlecht, aber ich nehme halt dann lieber fast Crit-Schaden, als dass ich halt was anderes nehme. Und deswegen. Ich verzichte lieber auf HP. Das andere ist das Wichtige, finde ich fast. So, Level 93. Heftiges Round, mal so, by the way. Weapon Level 57. Also, das geht auch ziemlich gut voran, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt, glaube ich, schon wie viel gemacht? Gerade 4 Level in den letzten. So, wann nehme ich jetzt auf? 2,5 Minuten. Ja, kann man machen. Also, ist definitiv. Definitiv nicht schlecht. 16%. Alter, ich brauche unbedingt mal wieder Amplis für einen Ringmaster. Ich muss mal schauen, dass ich hier irgendwie. Ich glaube, übers Handy kann ich mehrmals voten oder so, oder? Wie war denn das Ganze? Ich weiß es nicht mehr genau. Also, ich meine, G-Top ist sowieso momentan ziemlich am Arsch irgendwie. Also aus mehrerlei Hinsicht. Und ich weiß nicht, ob Voten generell überhaupt geht. Und ich glaube auch die Votes von Dragon Crusade hier sind ziemlich low. Jetzt, also ich meine, es liegt das nicht nur an den Spielerzahlen, das liegt auch wirklich daran, dass G-Top halt die ganzen Votes ja mit unterschiedlicher Priorität behandelt, sagen wir es mal so, um das mal ganz neutral auszudrücken. Manche Votes sind halt mehr wert als andere. Fast so wie das amerikanische Wahlsystem. Ja, das ist halt momentan so ein bisschen das Problem und haben wir auch schon mal drüber geredet und so, wir haben schon mal drüber was erzählt und ja, ich meine, kann man halt nichts ändern und weiß nicht. Ist halt so. Müssen wir erstmal mit leben und was willst du machen? Also ich meine, liegt halt eben nicht mit in unserer Macht leider. Warum levelt das hier eigentlich so schnell? Gibt es irgendeinen Buff oder so? 100% EXP? Alter, diese Dinge sind so heftig. Dragon Ranks sind auch nochmal 100% EXP. Ich verstehe nicht genau, warum das hier auf zwei verschiedene Arten geschrieben ist. Also einmal zweifache EXP und einmal 100% mehr EXP. Und der Vault Buff noch. Okay, Vault Buff Level 3. Okay, das scheinbar wird schon gevoutet. Ah, ich muss diese Quest machen. Dringend. Aber jetzt habe ich den Ampli an, das heißt, ich kann jetzt auch keine Quests hier anfangen, weil sie wäre komplett dumm. Lol. Ein Petrol ganz da drin. Oh wow.
Oh, wow. Oh Mann, oh Mann. Mal wieder Failception hier am Start. Alter, 29k Damage, Mann. Wie bringt denn das hier? 16%, okay, 1% mehr als vorher. Und sonst einfach nur das andere hier, das Jojo, das Level Up halt eben. Wir sind jetzt von 25k Damage auf 29k Damage drauf. Das ist schon krass. Ja, Pet levelt hier auch angenehm. Und ich meine, wir haben halt noch nicht mal eine volle Party oder so. Warum levelt der Ringmaster eigentlich so heftig? Ja, gut, okay, ich meine, die Buffs sind natürlich um einiges stärker als es hier, das ist 50% Ampli. Ich meine, wir haben ja 120%. War das gerade eben nicht nur 30%? Bin ich blöd? Naja, auf alle Fälle haben wir jetzt hier 120% EXP. Und, ist natürlich um einiges heftiger als es hier irgendwie so ein. So eine Kleinigkeit hier, so von 50% oder so. Deswegen macht schon Sinn irgendwie, klar. 94. Alter, 31k kriegt's, Mann. Ich überlege gerade, wir haben jetzt nochmal S-Protects bekommen, wie wir gerade gesehen haben. Wir kriegen auch gleich nochmal S-Protects. Ich weiß nicht genau, wie viele irgendwie, das steht ja nicht. Aber naja, müssten wir schauen. Wir müssen echt mal schauen, ob wir nicht unser Set hier dann auf plus, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen höher abmachen auf alle Fälle. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie effizient Geld machen kann, dass ich dann mir irgendwie hier noch einen irgendwie ein fertiges Equipment kaufen kann oder so, aber ich glaube, das ist halt einfach nicht drin und ich glaube, das soll auch gar nicht drin sein. Deswegen, ja, ich vermute mal, dass man das Ganze am besten eher so ein bisschen. Ja, selbst machen. Ich meine, es ist nicht billiger, auf keinen Fall, das ist schon klar. Aber es ist halt weniger Geld, was wir jetzt am Anfang erstmal brauchen. Und da liegt halt momentan das Problem. Deswegen, ja, ich würde sagen, tun wir jetzt wahrscheinlich gar nicht lange rum. Irgendwie jetzt rumsuchen und so bringt nichts, weil wir haben jetzt das Equipment hier. Ich meine, gut, Awakes müssen wir halt neu machen, aber das ist nicht teuer. Set auf plus 8 idealerweise. Also, ich meine, idealerweise wäre bloß 10, aber. Ja, und ich weiß gar nicht, was es sonst noch so gibt. Item Finder war das genau. Riesig dieses Ding hier. Und zwar Jester. 17%, okay, nice. Jester Waffen. Spielershops, okay, Marktrigger keine da. Ausrüstung. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas falsch angestellt oder so. Ich habe schon gesehen, keine Sorge, ich stirb nicht. Schmuck. Konsumierbar. Läuft das. Ne, und Akrobat läuft das nicht, oder? Warte mal, das ist hier. Gibt es nochmal irgendwie Harlequin? Okay, also Harlequin-Rüstung gibt es auf alle Fälle eine Menge. Kurz schon schauen, wie die Preise davon sind. Oh mein Gott, ey. Effekt 7 irgendwo. Ne, schauen wir nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob das Zeug hier wirklich gut ist, ob das wirklich einen guten Effekt hat. Ich meine, gibt es einen Harlequin-Suit für 15 Millionen? Warum ist die Harlequin-Suit so billig? 10 Millionen gibt es das hier sogar. Alter, warum gibt es die für 10 Mille? Verstehe ich nicht. Also verstehe ich halt wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, wie heißt das Ding hier? Kalgas Harlequin, okay. Kalgas Harlequin. Der Effekt. Ach so, okay. Ja gut, ich verstehe. Ich verstehe schon das Problem. Ja gut, okay, das können wir uns da vielleicht mal sparen. Was gibt's denn sonst noch hier? Armor. Yes. Oh mein Gott, ey. Velox ist so bestimmt heftig, oder? Genau, hier, sowas habe ich erwartet. Was bringt das hier? Ach, steht auch wieder nicht dabei. Ich glaube, es gab dafür irgendeinen Hotkey, oder? Um das zu sehen.
Forscher, Alt plus Linksklick, nee, das war der Model Viewer da. Ha. Huh. Nice Set, okay. Ich meine, das Nice Set ist auch nice. Wobei, nee, das ist ein PvP-Set, das ist nicht gut. Nee, das ist sogar, das ist nice. Warte, was haben wir hier gerade aktuell? Nee, wir haben ein Nice Set, okay, das heißt, es bringt uns eigentlich gar nichts. Boah, wir bräuchten halt irgendein Velox-Set dann. Ja, Velox ist halt das, was wir wahrscheinlich wollen. Hier steht der Effekt, what the fuck. Ach nee, ich bin im anderen Set, stimmt. Ja, ich bin lost, Mann, Hilfe. 55 Crit-Schaden, 25 Attack, das ist das Wichtige. 55, ja, das ist schon besser. Also gut, das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich ein Velox-Set und das ist dann so irgendwie das Beste scheinbar. Ach, 150er Set gibt's auch noch. Hä, der Effekt ist immer komplett useless. Lusaka? Okay, wahrscheinlich fertig oder so. Alter, wie viele Sets gibt's denn hier? Ja klar, Alter. Ja gut, 101 Harlequin, okay, das ist wahrscheinlich das Heftigste. Je tiefer, desto besser. Gibt's kein 125er Set oder so? Puh. Yes, da. Okay, 125 Sets gibt's keins. Restra Set bringt dir was nochmal genau? Restra. 40%, ja, aber das ist 5% besser. Ach, shit, ey. Ja, ich weiß nicht genau, was wir am besten machen. Ist schwierig. Das ist halt wieder so aus der Kategorie, wo guter Rat teuer ist, weil man halt. Ich meine, kriege ich halt ein Velox Set? Das weiß ich nicht. Ich meine. Selbstfarmen steht wahrscheinlich jetzt mal nicht so direkt zur Auswahl. Das heißt, ich müsste es dann irgendwie von irgendjemandem kaufen. Verkauft aber keiner. Ja gut, okay. Also da müssen wir mal irgendwie dann uns Gedanken drüber machen. Wie wir es am besten machen. Ich meine, ich will das Set hier nicht abben. Ich meine, Restre wäre natürlich dann sinnvoller. Aber das Restra, was ich jetzt hier habe, ich meine, ich habe ein komplettes Restra. Oder? 1, 2, 3. Was fehlt? Suit fehlt, oder? Oder bin ich blind? Ich hatte mal eine Suit, oder bin ich blöd? Habe ich die verkauft? Ne, ich hoffe nicht, oder? Na ja, gut, okay, ich meine, Suit kann man noch auftreiben. Ja, ich meine, Restra könnte man bei uns machen, bis wir halt dann irgendwie ein 120er Set haben oder so. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, es ist halt beides, es wird halt beides nicht einfach werden. Also. Einfach wird's nicht. Weil ich meine, klar, wir können natürlich ja alles reinhauen ins andere Set hier. Klar, funktioniert. Aber andererseits haben wir da einfach das riesige Problem, dass wir halt einfach nichts mehr übrig haben. Also ich meine, da müssten wir jetzt wirklich, keine Ahnung. Da müssten wir jetzt wirklich Geld auf der Kante haben. Ich weiß gar nicht, ob eigentlich die Mails gelöscht werden. Hier, oder? Neuen Nachricht erhalten. Okay, das können wir gleich mal schauen, was wir noch gekriegt haben. Ich habe ein bisschen was verkauft letztens. Kann man natürlich hier schön machen, wenn Amtis laufen. Stempel. Achso, man wird direkt teleportiert. Okay. Okay, Promobox, nice. Naja, gut, nicht so schlecht. 7 Tage verbleibend. Steht noch mein Shop eigentlich irgendwo? Okay, ich glaube, mein Shop ist einfach weg. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich den letzten das irgendwie auch aufgelöst oder so. Keine Ahnung. Hm.
Ja, okay, das Zeug ist teuer. Das Zeug ist teuer. Naja, ich meine, sowas kriegen wir nicht so schnell. Das sind coole Bogen. Jojo, clean. Behemoths Crossbow. Behemoths Wand, Alter. Für drei Perien. Ich spiele einfach immer die falschen Klassen irgendwie. Hier ein Twilight. Ein volles Twilight-Set für 82. 160 Millionen. Ich meine, müsste mal überlegen. Ich glaube, der Effekt ist hier wahrscheinlich auch geil. Ich meine, sie sind 160, also was hat er denn gekostet? Drei oder vier Perien? Drei Perien, oder? Wo war das Ding? Drei Perien. Also 460 Millionen. Oh Mann. Ich spiele Fly irgendwie immer falsch, habe ich das Gefühl. Alter, das ist gerade viel Geld gegeben. Holy fuck. Ja, gut, Geld. Geld am Start. Sonst irgendwie Müll. Hier ist ein bisschen Müll drin. Ja, man verdient schon ganz gut was. Also zu wenig ist es jetzt halt eben nicht. Das kann man jetzt nicht sagen. Gehen wir nochmal kurz schnell nach Darkon und schauen, ob wir noch irgendwie eine Quest umgeben können oder so. Wäre natürlich jetzt ganz geil. Aber ich glaub's nicht mehr. Vor allem wahrscheinlich zu den Questies dann. Neue Quest 95. Ich nehme es einfach mal an und schaue mal, ob es funktioniert. Burner Keys haben die schon gemacht. Lucky Tool. Oh, eine Quest, okay. Nice. Volles Level Up. Schön. Das gab wie viel? 2S Protect, okay. 89, okay, dann kommt eben keine Quest mehr. Ja, gut, okay, ich würde sagen, kann man zufrieden sein erstmal. Das ist nicht ideal, aber es geht eigentlich schon ganz gut. Pet kam auch ein bisschen voran. Ja, auf alle Fälle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.